Hallo meine lieben Zuschauer, willkommen auf meinem Kanal, hier bei Muckis Kitchen. Und zwar heute gibt es Sucuk Sandwich, beziehungsweise wir machen heute einen Sucuk Toast. Dafür bräuchten wir einen Sucuk. Ihr könnt auch die vorgeschnitten nehmen. Dann haben wir 4 Cherry Tomaten, ein Pepperoni und 2 Scheiben Toast. Dazu nehme ich noch, das sind jetzt meine Favoriten, Remoulade, ganz normale handelsübliche Remoulade, das ist jetzt keine Werbung, ich werde nicht dafür bezahlt. Danach haben wir Chili, also unser diese Sriracha scharfe Chili-Soße, das ist glaube ich thailändische Soße. Ich finde die Soße kann man mit allem essen. Vor allem mit einer schönen warmen Suppe. Dann haben wir noch Ajwa, scharf. Das ist glaube ich die Spezialität von Bosnien. Bosnien und Herzegowina. Viele Grüße an meine bosnischen Freunde. Und natürlich Fladenbrot, ich habe jetzt hier die vorgeschnitten gekauft, also vorgebacken, die kleinen, ihr könnt auch normal Toastbrot nehmen, aber ich nehme lieber die hier. Die heißen auf Türkisch Pide. So, dann können wir loslegen. Schneiden wir mal erstmal unser Pide. Nehmen es so rum. Ich zeige gleich euch nochmal. So, legen wir los. Wir schneiden das einmal durch die Mitte. So. Schön einmal durch die Mitte gehen. Super. Zack. Genau. Das packen wir mal beiseite. Das brauchen wir momentan nicht. Fangen wir mit unserem Sucuk an. So, let's go. So, unser Sucuk, die habe ich in dünne Scheiben geschnitten. Ich habe die schön geschnitten. So. Ja, packen wir das Sucuk dann hier hin. Käse ist ja schon vorgeschnitten, kriegt man so. So, dann nehmen wir unsere 4 Cherry Tomaten. Die können wir auch in Scheiben schneiden. So, unsere Tomaten sind auch fertig. Packen wir mal alles hier auf den Teller, können wir alles ruhig in einem packen. Dann habe ich hier noch eine scharfe Peperoni. Die ist wirklich scharf. Ihr könnt auch normale Peperoni nehmen, ihr könnt die auch rauslassen. Aber ich werde die mal jetzt nehmen. Ich nehme natürlich nicht die ganze. Machen wir die Hälfte. Die Dinger sind ganz, ganz gefährlich. Nehmen wir einmal mitten durch. Zack, und dann können wir die wirklich in kleinen Stücken. Ja, die Dinger sind gefährlich. Vorsicht, Finger. Kann sehr böse enden. So, die Peperoni sind jetzt auch fertig, auch schön in kleine Scheiben, kleine Stücke zugeschnitten. Die packen wir auch mal hier beiseite. So, soweit haben wir alles fertig.
Jetzt kommen wir zum Belegen. Können wir unser Brot belegen. Los geht's. So, nehmen wir unser Brot, unser Pide, unser Teigtasche. Fangen wir mit Ajwa an. Das können wir beidseitig mit Ajwa schmieren. Ein bisschen gekleckert. Gehört ja auch dazu. Was sagt man? Wo gearbeitet wird, fallen Späne. Ja, komm, nehmen wir noch ein bisschen mehr. Zack. So, Ajwa haben wir. Dann kommt unser Käse. Käsescheibe drauf. Käsescheibe. Machen wir mit ordentlich viel Käse. So. Käse haben wir drauf. Jetzt nehmen wir Remoulade. Machen wir einen Spritzer Remo. Ja. Genau, den können wir auch direkt schön schmieren. Hast rein. Nach Remo nehmen wir unsere Sucuk-Stücke. So, eine können wir so essen. Lecker. So, dann kommt unsere Sriracha, thailändische Soße ist das, glaube ich. So. Danach haben wir unsere scharfen Peperonis. Die könnt ihr schön drauf verteilen. Die sind auf jeden Fall ganz, ganz böse und ganz gefährlich. So. Das haben wir dann auch. Dann kommen unsere Cherry-Tomaten. Sherry, Sherry, Sherry. Sehen wir die mal um. Dann sieht das besser aus. So. So, das war's auch. Fladenbrot schön zudrücken. So, zunächst kommt unser Toast, unser Fladenbrot in unserem Tefal Select Grill, nennt sich das so. Ist halt ein normaler Toaster, würde ich jetzt sagen. So, hier haben wir unser Baba Sucuk Toast. Den legen wir jetzt mal rein. Ich lege das andersrum rein, weil die Gefälle jetzt nach unten geht. Nicht, dass da was ausläuft. So, dann machen wir unser Grill zu. Unser Toaster. Jetzt warten wir, bis das schön braun, goldbraun, knackig wird. Bis gleich. So, meine lieben Zuschauer, jetzt gucken wir mal rein, wie unser Toast aussieht. Ja, der ist schön goldbraun geworden. Tada! Unser Baba Sucuk Toast, Sucuk Tasche ist fertig. Wir gehen jetzt mal mitten durch. Vorsicht! Habt ihr das gehört, wie knackig? Guckt euch das mal, meine Leute. Boah, einfach wild schnell zu. So, wir probieren das gleich mal aus. So, meine lieben Zuschauer, ich habe es nochmal portioniert. Jetzt wollen wir es mal gemeinsam probieren. Und ich bin ganz gespannt, wie es schmeckt. Dann legen wir mal los. Nehmen wir mal das Stück.
Also so sieht der schon lecker aus. Oh, optimal. Schon knackig. Ich zeige euch nochmal von innen. Ist immer noch am Dampfen. So. Jetzt rein damit. Vorsicht. Also, schmeckt wirklich super. Schön. Die Schärfe ist optimal, nicht zu scharf. Lecker. Einfach super. So, meine lieben Zuschauer, ich würde euch es vom ganzen Herzen empfehlen, mir nachzumachen. Schmeckt einfach super. Lecker. Nochmal hier vielen Dank, meine lieben Zuschauer, dass ihr mir zugeschaut habt. Und es schmeckt einfach super. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Abo geben könntet oder geben würdet. Natürlich einen Daumen hoch wäre auch super. Und über Kommentare bin ich sehr offen. Ihr könnt ruhig auch in den Kommentaren schreiben, was ihr demnächst haben wollt. Ich kann es nachmachen. Ist kein Problem. So, ich wünsche euch einen schönen Tag. Passt auf euch auf. Und tschüss, bis demnächst.